ثم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. Und die nächste Pflicht ist, dass man in Mina übernachtet, und zwar an den sogenannten Tischriem-Tagen, den Tagen und Nächten, die Tage des 11. und 12. und wer sich verspätet auf den 13. Das sind die sechs Pflichten, die man bei der Hajj macht. نعم. Und hier ist noch als siebtes der Abschiedstawaf genannt, aber es ist richtiger zu sagen, dass er zwar eine Pflicht darstellt, aber keine Pflicht der Hajj an sich. نعم. بعد هذا نذكر أنواع النسك. أنواع النسك. عندنا تمتع وإفراد وقران. تمتع وإفراد وقران. التمتع أن يجمع بين الحج والعمرة ويكون عليه هدي. نعم. Es gibt drei Formen, wie man die Pilgerfahrt vollbringen kann. Die werden genannt Tamattu und يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها ويأتي بحج كامل ويتحلل منه ويذبح الهدي. نعم. Die erste ist Tamattu und das bedeutet, dass man erst komplett eine kleine Pilgerfahrt, die Umra macht und dass man dann komplett seine Hajj macht. Und dass man ein Schlachttier opfern muss. أما الإفراد والقران شيء واحد في العمل لكن القارن عليه هدي. Und die beiden anderen Formen, إفراد und قران, sind im Prinzip gleich, bis auf die Tatsache, dass derjenige, der قران macht, ein Opfertier schlachten muss. نعم. الآن نريد أن نذكر باختصار صفة الحج ومع العمرة. نعم. Jetzt wollen wir in aller Kürze den Ablauf der Hajj und der Umra darstellen. الأصل أن الإنسان يستعد للحج بماذا؟ أولا بأن يتعلم قبل أن يذهب للحج والإشكال كل الإشكال في من يسأل بعد الحج يقول صنعت كذا صنعت كذا يا أخي لماذا لم تسأل قبل أن تخرج للحج؟ الآن تسأل بعد الحج هناك من العلماء عندنا لا يمكن أن يجيب عن سؤال بعد الحج لمن يسأل الحج يقول إن شاء الله تحج العام المقبل والله إذا أردت الذهاب إلى دولة أوروبية مثلا عياذا بالله نعم Es gehört dazu, es ist richtig auf die Hajj vorzubereiten und das heißt, dass man erstmal sich das Wissen aneignet, das man brauchen wird. Und das Problem, das große Problem, ist mit, findet man bei den Leuten, die erst nach der Hajj anfangen zu fragen. Anstatt dass sie vorher fragen, machen sie erstmal ihre Pilgerfahrt, bauen Fehler rein und dann fragen sie die Gelehrten und sagen, oh, ich habe das und das und das gemacht, was soll ich jetzt tun? Und es gibt in Saudi-Arabien Gelehrte, die haben sich, die antworten prinzipiell nicht auf Fragen der Pilgerfahrt, nachdem die Pilgerfahrt gemacht wurde. Die sagen, nächstes Jahr kommst du wieder nach Saudi-Arabien. ماذا يصنع؟ يسأل عن العملة ويسأل عن السوق ويسأل عن التذكرة ويسأل عن الفنادق ويسأل عن المواصلات ويسأل عن كل شيء. أما اللي يذهب الحج يذهب آخر بلا سؤال ولا غير. نعم. لماذا أنا عن غايز ما أخذ zum Beispiel in den Urlaub geht, der wird sich entsprechend vorbereiten, der wird schauen, was es für eine Währung gibt, was das beste Hotel ist, ob er einen Reiseführer bekommen kann, dies und jenes, alles Mögliche, wird er sich darauf vorbereiten. Aber wenn er zu Hajj geht, dann sagt er, Yallah, und noch nichts. يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج وجوبا نعم. Es ist also eine Pflicht des Muslims, dass er die Regeln der Pilgerfahrt lernt, bevor er hingeht. نعم. إذا كانت الطائرة على ما هو حالكم اليوم تنزل في جدة لابد أن يأخذ معه إحرام فوق في الطائرة حتى يلبس الإحرام في الطائرة فوق نعم. Also wenn wir starten mit dem Flugzeug von Frankfurt und wir fliegen nach Jeddah, dann müssen wir unsere Ihram-Kleidung, also diese weißen Laken, mit uns ins Flugzeug nehmen. ويصح أن يلبس الإزار ورداء الإحرام قبل أن يركب الطائرة لا إشكال لكن التلبية متى تكون وعقد النية والإحرام
يكون متى؟ عند الميقات. أما الاستعداد قبل الميقات هذا لا إشكال فيه. نعم. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich die Kleidung, die Hajj-Kleidung schon davor anzieht. Damit kann man schon ins Flugzeug steigen. Aber das Entscheidende ist, dass man seine Absicht fasst, wenn man bei dem Miqat ist, bei dem entsprechenden Punkt. بالنسبة لتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين إن احتاج لهذا صنع وإلا هذه ليست من مستحبات الإحرام على الصريح والله أعلم إن احتاج حلق وإلا ليست من مستحبات الحج والعمرة نعم wenn man sich zum Beispiel noch die Schnurrbart lösen muss oder die Fingernägel oder andere oder die Schambehaarung etc. dann ist es eine Sache die man machen kann aber nach der richtigen Ansicht ist es nichts, was eine Sünde wäre, das zu machen. Es ist okay, wenn man muss. من مستحبات الحج والعمرة الاغتسال قبل الإحرام ويصح أن يغتسل قبل أن يركب الطائرة قبل أن يأتي المقات يصح ولا إشكال خاصة من يركب الآن الطائرة نعم. Was allerdings für die Sunna ist, was gut ist zu machen, ist, dass man eine ganze Körperwaschung durchführt, einfach Ghusl macht. Und da das natürlich im Flugzeug ist, möglich sein wird, ist es auch okay, das vor dem Flug zu machen. واستحب له أن يتطيب في بدنه لا في إحرامه. هذا الرجل فقط للمرأة. نعم. Und es ist auch eine gute Sache, wenn der Mann seinen Körper parfümiert, allerdings nicht die Kleidung. ويلبس إزار ورداء ذا لون أبيض. نعم. هذا السنة. Es entspricht der Sunna, dass man die weiße Farbe wählt für diese beiden Kleidungsstücke, die رداء إزار genannt werden. هذا للرجل. أما المرأة تحرم في أي لباس بشرط ألا يكون هذا اللباس محرم. نعم. وهذا الذي يصنع بعض النساء أنها تلبس لباس أبيض وعلى صفة كذا وكذا هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Die Frau dahingegen kann sich irgendeine Kleidung anziehen, solange es im erlaubten Bereich ist, islamisch. Was manche Schwestern machen, dass sie unbedingt weiße Kleidung tragen, die bestimmte Charakteristika hat, das ist nicht von der Sunna. نعم. الآن إذا كان من عادته أنه يصلي ركعتين سنة الوضوء وتوضأ وصلى يكون الإحرام بعد الصلاة أو إذا حضرت الصلاة كصلاة الظهر مثلا أو العصر حضرت الصلاة يصلي أولا ثم يحرم بعد الصلاة نعم wenn es die Gewohnheit eines Menschen ist, dass er nach dem Wudu zum Beispiel immer zwei Rak'a betet, dann sollte er im Anschluss an diese zwei Rak'a seine Ihram anlegen und wenn zum Beispiel die Zeit vom Mittagsgebet oder von einem Gebet gekommen ist, dann sollte er erst beten und dann den Ihram anlegen. Und wir haben ja gesagt, dass Ihram jetzt in diesem Zusammenhang nicht bedeutet, einfach die Kleider anzuziehen, sondern eben, dass man seine Absicht fasst, um die Hajj zu machen. فلا يصح أن يقول und der Platz, der Absicht ist das Herz, liebe Geschwister, und es ist nicht so richtig, die Absicht auszusprechen. Es ist also nicht richtig, zum Beispiel zu sagen, اللهم أنا نويت الحج في هذا العام عام 1436 الموافق ل 2016 في يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي القعده الموافق للشهر الميلادي كذا وكذا محرما الساعه السادسه والنصف بتوقيت المملكه العربيه السعوديه حاجا مع حمله فلان ابن فلان. نعم. für dich die Pilgerfahrt zu machen im Jahr 1436, was der christlichen Zeitrechnung entspricht von 2015, und zwar in diesem Monat, an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, mit dieser Reiseveranstaltung, das ist natürlich nicht richtig, dass man das macht.
Vielmehr ist es so, dass man, sobald man in seinem Herzen die Absicht gefasst hat, diese Sache umgesetzt ist und man die erste Säule der Hajj eingehalten hat. ثم يلبي بالتوحيد. يلبي لماذا؟ بالتوحيد. نعم. ما هو التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد. نعم. Das, was man laut ausspricht, ist die sogenannte Talbiya, dass man dieses Bittgebet spricht, das der Sheikh gerade gesagt hat, und dass man damit den Tawhid laut bezeugt. نعم. فالآن عندما تنعقد النية بالحج والعمرة أصبح لديه محظورات إحرام، أصبح لديه أشياء ممنوعة عليها الآن. نعم. Ab dem Moment, in dem du in den Kramzustand eingetreten bist, gibt es spezielle Dinge, die dir verboten sind zu tun. نعم. قال يحرم عليه قص الشعر أو نتف الشعر، شعر الرأس. نعم. Und zwar ist es dir nicht mehr erlaubt, deine Haare zu schneiden oder etwas von deinen Haaren zu nehmen. وتقليم الأظافر. Oder deine Finger oder Fußnägel zu kürzen. والطيب. Auch darfst du kein Parfum mehr zu dir nehmen. وتغطية الرأس بملاصق. Du darfst auch deinen Kopf nicht mehr bedecken, sei also mit einem Hut oder einer anderen Bedeckung. الطاقية. Eine Mütze. الغترة. Einem Tuch. لكن لو وضع حقيبة على رأسك لا يضر، لأن هذا ليس بلباس. ما ترى إنسان عاقل يقول فلان لبس حقيبة على رأسه، لا، هذا ليس بلباس أصلا. اللباس هو الممنوع. نعم. فلو حمل المتاع على رأسه لا يضر هذا. لو ركب السيارة، لو جلس في الخيمة، نعم، هذا لا يضر شيء. نعم. Das heißt, wenn man sein Gepäck auf den Kopf trägt oder wenn man in einem Auto sitzt, wo ja meistens eine Decke drüber ist oder ähnliches, wenn man in einem Zelt sitzt, dann ist das absolut unproblematisch. Außerdem ist es dir ab jetzt nicht mehr erlaubt, genähte Dinge, genähte Kleidungsstücke zu tragen, beziehungsweise Kleidungsstücke, die zugeschnitten sind auf die einzelnen Körperteile. هذا لا إشكال في هذه الأشياء، الحزام والنظارة والساعة وكذلك النعلين الآن إذا كان فيها شيء من الخياطة، هذا لا تضر، الذي يضر المفصل على الأعضاء، المحيط بالأعضاء، قلنا الفلينة والثوب والسروال، نعم. Das beinhaltet nicht zum Beispiel eine Uhr oder eine Gürtel oder ähnliches. Das ist damit nicht gemeint. Dementsprechend vielleicht der Schirm, es ist auch unproblematisch, Schuhe anzuziehen, die genäht sind. Denn er meint, es ist speziell bezogen auf Kleider, die für die einzelnen Körperteile zugeschnitten sind. Ab jetzt ist es dir verboten, jagen zu gehen. ويحرم عليه الجماع und Geschlechtsverkehr zu haben. والمباشر بمقدمات الجماع und das, was zum Geschlechtsverkehr führt, ein Vorspiel. ولا يكون أحد أطراف النكاح لا زوج ولا زوجة ولا ولي. نعم. Außerdem darfst du weder heiraten noch beteiligt sein daran, dass ein Ehevertrag geschlossen wird. Das heißt, du darfst weder Ehemann sein, noch eine Ehefrau, noch darfst du der Wali, also der Verantwortliche sein von einer Ehe. نعم. وتزيد المرأة على هذه المحظورات أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم. Und für die Frau ist es außerdem nicht erlaubt, dass sie ihr Gesicht bedeckt mit einem Haar oder dass sie Handschuhe trägt. فماذا تصنع؟ هي منقبة في بلدها الآن ولله الحمد في مكة تكون سافرة؟ Was soll sie jetzt machen? Die Frau, die normalerweise immer ihr Gesicht bedeckt, Masha'Allah,
jetzt aber in diesem Zustand keinen Niqab tragen kann. La, tasdil, يعني ترمي الغطاء على وجه حتى ولو مس الأنف لا إشكال الإشكال كل الإشكال في شد النقاط على أنفها نعم. Sie sollen sich eine andere Möglichkeit suchen, ihr Gesicht zu bedecken, zum Beispiel indem sie ein Tuch, das sie anhat, über ihr Gesicht wirft. Und wenn das auch eng am Gesicht ist, das ist kein Problem, sondern das Problem ist, dass der Niqab extra dafür zugestellt ist. نعم. فعند الأجانب تستر الغطاء على وجهها. نعم. Das heißt, die Frau kann und sollte, wenn fremde Männer um sie herum sind, auch ihr Gesicht bedecken. نعم. ذكر هنا يعني مباحات الإحرام اللي يظن بعض الناس أن هذه من محظورات الإحرام. نعم. Es gibt einige Dinge erwähnt, die erlaubt sind, und denen aber viele Leute denken, dass es verboten wäre. لبس الساعة. Eine Uhr zu tragen. الخاتم. Eine Ring. النعلين لا أشكال فيها حتى وإن كان فيها شيء من الخيار. نعم. Schuhe, bestimmte Gläser. ذكرنا النظارة والحجاب. Eine Brille oder ein Gürtel. يستظل طبعا. نعم ويدخل في السيارة ويدخل في الخيمة ويدخل في الغرف لا إشكال. Kein Problem, in einem Zimmer sich aufzuhalten, in einem Auto, in einem Bus oder einem Sonnenschirm über sich. ولا أن يغتسل. Er darf auch duschen. ويستعمل الصابون والشامبو. Und er darf auch Shampoo oder Seife benutzen.